Seit November 2016 ist Orgelbauer Florian Wenzel schon dran an den klanglichen Arbeiten. Fast jeden Tag. Rund 2500 Orgelpfeifen stimmen da aufeinander ab. Und dabei hat er jede mindestens 2 bis 3 Mal in der Hand. Schleift, feilt, korrigiert, bis sie endlich so klingt, wie sie klingen soll. Also das, was ich gerade gemacht habe, das war die Zungenintonation. Das heißt, es gibt in der Orgel gibt's verschiedene Arten von Pfeifen. Zum einen die Labialpfeifen, wir sagen auch Lippenpfeifen dazu, oder eben die Lingualpfeifen, das sind die Zungenpfeifen. Wie man gerade gesehen hat, die haben so ein kleines Messingblättchen, was heißt klein, je nach Pfeifengröße natürlich dementsprechend größer oder kleiner. Die haben ein Messingblättchen, die sogenannte Zunge drauf. Und durch Schwingung dieser Zunge wird eben der Ton erzeugt. Und diese Zunge, die weist im Normalfall eine Biegung auf. Und die Biegung, die bestimmt letztendlich der Orgelbauer. Und die Biegung macht letztendlich auch den Klang. Also je höher der Aufwurf, die sogenannte Biegung dann sein wird, desto schöner, runder wird der Ton. Es ist eine Arbeit mit extremen Dimensionen. Die größte Orgelpfeife, die Posaune 32, ist knapp 10 Meter hoch. Die kleinste Pfeife von der Mixtur misst gerade einmal knapp 2 Zentimeter. Jede Orgelpfeife braucht da ihre ganz eigene Handhabung. Und das erfordert Durchhaltevermögen. Aber man merkt den Fortschritt einfach ganz deutlich. Also wenn ich am Ende vom Tag höre, was ich den Tag über quasi gearbeitet habe, dann kann ich ganz klar feststellen, dass eine deutliche Verbesserung da ist. Und das macht es einem wesentlich einfacher. Und letztendlich dann bei einer Einweihung oder beim Konzert das Endprodukt zu hören, das steht in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, den man hat. Also das gibt einem so viel wieder, da ist das alles vergessen dann. Vergessen sein werden dann auch die vielen Mühen im Vorfeld, vor dem Orgelbau. Dass es eine neue braucht, wurde im Frühjahr 2013 beschlossen. Dann ging es ans Werk. Die Liste der Aufgaben war lang. Welche Konzeption steckt hinter dieser Orgel? Sie muss ja in den Kirchenraum hereinpassen. Wir haben eine barocke Ausstattung, wir haben einen barocken Orgelprospekt. Und dazu soll sie ganz besonders passen. Es muss auch neuzeitliches spielbar sein. Und so ist ein großes Klangkonzept entstanden mit vielen Registern. Und dieses Klangkonzept erfordert natürlich auch eine finanzielle Anstrengung. Mit 700.000 Euro haben wir uns eine Grenze gesetzt. Und die wird jetzt auch eingehalten. Die Finanzierung steht. 700.000 Euro. Diese Summe bedeutete aber erst einmal eine Herausforderung für die Pfarrei. Da habe ich mich an Ausspruch von Thomas von Aquin erinnert, der gesagt hat, für Wunder muss man beten, aber wenn man Veränderungen will, dann muss man arbeiten. Und das haben wir dann getan. Es war eigentlich beides. Es war ein Wunder und wir haben viel Arbeit gehabt, zusammen mit der Pfarrgemeinde. Es ist ja ein Gemeinschaftswerk, das Ganze. Während die letzten Pfeifen gestimmt und die letzten Montagearbeiten getan werden, kann man sagen, man kann sich freuen auf alles, was auf der neuen Orgel erklingen wird.